Ich habe Bock auf ein Bennett-Video. Lass uns direkt mal mit einem Bennett-Video reinziehen, reinstarten. Anime-TikToks sind geisterkrank. Das ist halt sehr oberflächlich. Bro, das ist halt einfach das Business, weißt du, wie ich meine? Anime-TikToks sind eine komplett andere Welt und ich wünschte mir, ich wäre niemals in diese Welt eingetreten. Trotzdem habe ich es getan und ich bereue es. Nichts gegen Animes an sich, es gibt bestimmt paar coole wie Naruto, Dragon Ball oder One Piece, aber wenn man zu tief in der Materie ist, wird's einfach unangenehm. Ich kann doch nicht der Einzige sein, bei dem sich der Körper direkt zusammenzieht, wenn ich sowas sehe. Schaut ihr Animes? Also, ich habe auch einen Kollegen, der hat immer gesagt, ey, guck dir das unbedingt an, schau dir das bitte an und so, hat mir so richtig viele Animes vorgeschlagen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Boah, ich gucke halt so generell so voll wenig Zeug. Wenn ich irgendwas schaue oder so, dann bin ich so, oder gucke ich eine Serie mit meiner Freundin und das war's eigentlich. Also so privat gucke ich gar nichts, außer irgendwelche YouTube-Videos. Was ist eigentlich dein Lieblings-russisches Essen? Boah, schwierig zu sagen. Sag ich dir ehrlich. Also alles geil eigentlich. Pelmeni sind geil, Mante sind geil, Borsch ist eigentlich geil, obwohl ich Borsch eigentlich früher immer gehasst habe. Sehr schwierige Frage. Kann man nicht mal 2 Sekunden zuschauen, ohne mich zu cringen. Chibureki auch geil, alles ist geil. Real Talk, alles ist geil. Wenn ich ehrlich bin, würde ich jetzt gerne das Video beenden. Das ist nicht süß, knuffig oder keine Ahnung, Uwu. Oh Gott, jetzt habe ich das auch noch gesagt. Und glaubt mir, diese Anime-Geek-Community ist riesig. Es gibt tausende von Menschen, die, nachdem sie sowas gesehen haben, auf den Like-Button klicken und wahrscheinlich noch irgendwas mit Uwu kommentieren. Was ist dieses Uwu eigentlich? Was bedeutet das? Hab mich darum gebeten, ihn so hart zu schlagen, wie ich kann? Was? War das auf der Gamescom? Auf diesen Anime-Conventions kommen, glaube ich, echt die weirde... Bro, was macht der auch da, Bro? Leute zusammen. Der Typ will geschlagen werden von einem Anime-Charakter. Oh, damn. Er wird jetzt das erste Mal fühlen, wie es ist, wenn ihn eine echte... Er ist eine 10 von 10, aber klein. ...Frau anfasst. Ich hoffe nur nicht, dass er jetzt Knockout geht oder so. Das wäre peinlich. Das war was? Knockout geht oder so. Das wäre peinlich. Das war genauso peinlich. Oh. Wenn nicht sogar noch schlimmer, dieses Woo danach. Ich weiß nicht, wie man geil drauf sein kann, von einem Mädchen im Anime-Kostüm geschlagen zu werden, vor all diesen Leuten, aber so wie das aussah, fand er das richtig geil. Einer seiner Träume ist wahrscheinlich gerade in Erfüllung gegangen. Der nächste Step ist dann das, wo die Frauen auf ihn eintreten mit diesen fetten Lackschuhen und er dann die Fußsohlen ablecken muss. Ja, ich würde sogar... Digga, wisst ihr, was ich auch gar nicht verstehe? Ne, so Fetische, also es gibt ja so richtig geistkranke Fetische, wie Fußsohle ablecken oder irgendwie sowas, oder Boden, ja gut, Lapachapa, ne, das ist auch geisteskrank, Digga, was da abgeht. Fußsohle ablecken, Fußboden ablecken, sich ins Gesicht spucken lassen, sowas, Bruder, das ist geistkrank, das ist wirklich, woher kommt sowas? Weißt du, ich frage mich wirklich, woher denkt sich jemand sowas aus, Digga, und das geil zu finden? Dass er das noch machen wird in seinem Leben, aber jeder so, wie er mag. Für mich wäre das nichts. I love my waifu Sayaka Maizono. We've gone everywhere, to a zoo, in a limo, multiple times to the mall. Was ist das, Bro? Movie theater, ocean, pool, restaurant. Ich ignoriere mal ganz kurz den Fakt, dass du da mit einem Pub-Aufsteller zusammen bist. Und sag erstmal, dass ich es gut finde, dass du draußen unterwegs bist. Das ist der erste Anime-Tryhard-Fan, der auch ein echtes Leben hat, mit echten Aktivitäten. Aber was ist das? Bro datet einen Pub-Aufsteller. Ich frag mich, wie läuft das im Kino hier ab, an der Kasse? Sagst du da wirklich, einmal bitte den Pärchensitz, Nachos für mich und Schatz, was möchtest du? Ain't no way, bro. Nein. An RC car, so she can move around with me if I want. All my consoles are covered with her. Was ist das, Digga? Junge, was? Oder der hat dieses Spiel 5-mal, Digga. Sayayaka Maizo Dating Simulator. Warum gibt es einen Dating Simulator auf der PS3, Bro? Was ist das?
Bro, wir sind nicht alle so. Ich weiß schon, aber ich habe vorhin auch schon gesagt. Was? Das ist crazy. Beside all my game covers. Okay. Can I replace? I follow over 200 Mizuno accounts, which is currently half the people I follow on Twitter. I have over $500 in... Was? ...commissioned artwork, some of us together. Umso länger ich das schaue, umso schlimmer wird es auch. Ich dachte, das hier war schon der Peak. Aber was danach kommt, hat mich überzeugt, dass der Typ der komplette Psychopath ist. Ich brauche auch nur seine Stimme hören und weiß sofort, was abgeht. Das hier sind meine Gamecover und das... Oder das ist... Wieso hat er auch so viele... Was ist das eigentlich? Junge, das ist PS2, das ist cool. Das sind alle meine Konsolen und überall ist sie. Bro, bitte, stop it. The legitimate place of worship, though, as... Was ist das, Bro? You walk in, you'll see a choir of Sayakas. Junge, guck dir mal, wie riesig das Ding da ist. Alongside an 18-foot tall mural. Then if you go upstairs, you can see the truly special part, which is the... Nah, boy, der Typ ist wirklich obsessed. Alter, was ist das? Schon Krankheit. Oh Gott. Der hat... Vor allem, das erstellst du halt auch nicht einfach so für ein TikTok oder so. Weißt du, wie ich meine? Das wäre für mich viel zu viel Arbeit, alles so einzurichten. Digga, die alle Konsolen abzukleben, alles abzukleben und dann noch die ganzen Wände abzukleben für ein TikTok. Das ganze Haus voll mit ihr. Ja, das war's mit ihm. Das ist der Speedrun, wie man sein komplettes Leben zerstört und in einer Psychose endet. Mal angenommen, der hat Freunde oder so. Wie stelle ich mir das vor, wenn jemand vorbeikommt in deine Crib zum Chillen? Ja, ja, also der Typ macht 100% geisteskranke Sachen, die ich nicht wissen will, sobald die Sonne untergeht. Da bin ich mir sicher. Das war Misas. Mehr davon, bitte. Okay. Ich verstehe nicht, was das ist. Was ist das Uwu? I don't get it, Ihr wollt man. Es nicht anders. Ich zeige euch jetzt meine Anime-Stimme. Damals in meiner Schule haben die sogar Witze drüber gemacht, von wegen, dass ich mal Anime-Synchronsprecherin werden soll. Also das Lachen war fake as f***. Und ich wette, niemand hat das in der Schule zu ihr gesagt. Und wie down... Oh, das ist eine Freundin von mir. Okay, ich sag nichts. Will bitte der Typ... Ja, dann kann man ja unechte Personen heiraten. Ja, das kann man in Deutschland auch. Man kann auch in Deutschland Gegenstände heiraten. Jeder so, wie er möchte. Ja. Bleibt mehr Geld für den Pastor übrig. Oder für den Typ, der da halt diese Heirat bestätigt. Aber... WTF? Imagine so, du heiratest halt einfach so ein Flugzeugbauteil oder sowas. Bro. Der diesen Kommentar hier geschrieben hat. Dann feierst du so Hochzeit, lädst deine ganze Familie ein und die kommen so, Schatz, wie geht's? Und Schatz ist einfach so ein Teil, so, kann ich mal reden. Das Uwu war Misas. Mehr davon bitte. Oh, Herr, na, wieso weiß ich, dass genau so jemand hinter der Tastatur da sitzt? Aber ja, okay, genug gelabert, let's go. Uwu, watashi mo kawaii desu ne? Daisuki desu. Das hört sich so an, Bruder, als würde ich einfach stöhnen, ey. Junge, Bro, macht euch einfach die Augen zu und guckt euch das an. Ja, okay, Bro. Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen. Ja, das war einer zu viel. Ich will mir die Kugel geben. Ja, okay, aber ist schon hart so, ne? Ist schon hart. Also das hört sich einfach an, als würde ich einfach nur ins Mikrofon stöhnen, Mann. Oder meine Nase läuft, Digga. Ich muss Dings kurz rotzen. Haut rein. Hä? Mute? Auf der Stelle leeren, damit ich das einfach so schnell wie es geht vergesse. Ich kann mich selbst nicht ernst nehmen. Nein, du sollst das ernst nehmen. Bitte mach weiter damit, das war so unglaublich cool. Vielleicht meldest du dich ja bei so einem Anime-Stimmenwettbewerb an. Okay, das war eigentlich ein Witz von mir. Ich schaue mir das Video jetzt nochmal von vorn an und versuche nicht zu cringen, okay? Okay, ich habe verloren, das war geisteskrank cringe. Hä, die hat einfach ganz normal geredet, Digga, hä? Ja, okay, die Vollgas. Okay, das verstehe ich, ja? Das verstehe ich. Der Typ hier im Kleid ist so beeindruckt, dass er sogar auf die Knie geht und sie vergöttert. Bro, was machst du da? Ja, das ist einfach eine andere Welt und ich bin low-key froh darüber, dass ich nicht checke, was da alles abgeht. Das ist einfach so ein Bereich, ey. Die
Bruder, Menschen können, der geht nicht abends beten, Bruder, er macht dieser so, Bubble einfach echt alles tun, was sie wollen, aber ich weiß, dass ich niemals was nur einen das? Schritt in diese Bubble machen will. Bald, ihr seht mich dort bei so einem Wettbewerb und erkennt meine Stimme, wenn ich so versuche, das perfekte Uwu zu machen. Ich muss mich gerade auch richtig zusammenreißen, dass ich das nicht einmal jetzt mache, Uwu. Dieses Uwu in dieser Anime-Stimme, weil ohne Scheiß, keine Ahnung wieso, aber ich kann das richtig gut. Aber ich weiß, ich würde das im Nachhinein bereuen, wenn eine Aufnahme davon im Internet existiert. Hey yo, Docky check. Your first Docky? Your latest Docky, blä. Docky. Your least favorite Docky. Zum Glück spricht der Englisch und kein Deutsch. Ich hätte Angst, in Deutschland rauszugehen, wenn ich wüsste, dass der Typ hier in der Nähe sein könnte. Was ist das? Also, mir ist schon klar, was das ist, aber was? Digga, ich sag euch ehrlich, das ist schon crazy. Das ist schon hart, Mann. Also, Bruder, ich als Kind, ne, hatte auch Poster in meinem Zimmer, aber halt so von so Autos oder sowas. Aber das ist schon hart, Digga. Daki Makura heißen die. Kannst du auf Anime-Cons kaufen. Sehr beliebt. Was ist das, Fahne oder was ist das? Ist das, Bro? Bodypillows. Hat wirklich. Oder so zum Kuscheln und so, weißt du, wenn du einsam bist. Das ist doch völlig normal. Lange, schmale Kissen in seinem Bett von Anime-Charaktern, mit denen er kuscheln kann. Also ich hoffe, dass du nur damit kuschelst. Your favorite, Docky. Docky, you slept with the most. All of your wife. You slept with the most. Two Dockies. More of your Docky collection. And your custom drawn. Wie viele... Bruder, weißt du, ich kann nicht mal was sagen. Weißt du, Dali, Bruder, ich will dir echt nicht zu nahe treten. Oder ich will diese ganze Community nicht zu nahe treten. Deswegen will ich nicht... Ich will nichts sagen, Bruder, weil ich will es mir bei dir nicht verkacken. Wirklich. Kissen hat der Typ. Aber Kissen, Bruder, zu haben, so 10 Stück oder sowas, und dann zu sagen, der Slap with the most und so, ich will gar nicht wissen, was er damit gemacht hat. Das ist schon, Bruder, das ist doch schon irgendeine Form von irgendwas. Weiß einfach, dass dieses Zimmer gottlos stinken muss. Er wird niemals alle Kissen waschen, weil die dann bestimmt auch den Eigengeruch von dem Girl hier verlieren. Also das ist Top 10 der abgefucktesten und weirdesten TikToks, die ich jemals in meinem gesamten Leben gesehen habe. Date night with MiveTuber GF. We have our own private Discord. Date night mit meiner VTuber-Freundin. Also mit dem Ding. Du weißt ja nicht mal, wie die Person dahinter aussieht. Den Filter hier kann sich nämlich jeder machen, der Bock darauf hat. Was kostet eins davon? Keine Ahnung, wahrscheinlich so 30, 40 Euro, oder? So einfach das Ding. Dahinter könnte sich der schäbigste Discord-Mod aller Zeiten verstecken und du datest den dann einfach. Und teilst so deine privaten Geheimnisse damit und sagst so, dass du es liebst. Sharing some snack. Ich bete einfach dafür, dass keiner, der dieses Video hier sieht, irgendwann da endet. Also ich meine, die teilen sich Snacks mit... Boah, das ist auch hart. Boah, weißt du, das ist auch generell hart. Ich finde auch generell komisch, so Leute, gut, Fernbeziehungen, ne? Jeder, wie er möchte, aber ich finde auch Fernbeziehungen, ich könnte sowas niemals machen. Digga, weil dann bist du kannst ja nur mit jemandem die ganze Zeit telefonieren. Aber okay, Fernbeziehung, ihr trifft euch regelmäßig, ihr Skype, ihr WhatsApp, Skype, Bruder, wo hänge ich? Ihr Skype, ihr macht halt FaceTime, wie auch immer, guckt euch irgendwas an, ist ja okay, ne, alles cool. Aber das ist wirklich hart, Bro. Das ist hart. Das ist VTuberin. Es gibt auch so Videos, hoffentlich blendet er das auch ein, wo so ein Typ einfach seinen Geburtstag mit so einem Ding reinfeiert oder sogar Silvester oder sowas. Das ist auch hart. Wie soll das bitte gehen? Dieser Part lässt uns immer weinen. Oh ja, ich sehe, wie sie weint. Bruder. Sie ist so traurig. Ey, was laber ich hier eigentlich? Halt dein Maul, bitte. Ja, das ist, also, darüber müssen wir gar nicht reden. Oh, hallo. Also wenn mir dieser TikTok-Livestream zufällig auf meine For You gespielt wird, werde ich einen neuen Weltrekord da drin aufstellen, sein Handy gegen die Wand zu schmettern. Aus Reflex einfach. Ich kann mir sowas nicht geben. Das ist so unglaublich cringe und peinlich. Bitte sagt es mir. Schreibt es in die Kommentare, ob ich der Einzige bin, den es richtig wegcringed. Er denkt, er ist in einem Anime. Der ist ja komplett gefangen. Gut. Hey, Bruder, was?
Was ist das, Mann? Was ist das? Und jetzt back up. Geh dahin zurück, wo du herkamst. Ja, Bro, du bist richtig angsteinflößend gerade. Er denkt, das Design in Naruto oder so. Ich hab richtig Respekt vor dir. Wow. Was denkt ihr, wer ist? Denkt er, er macht gleich ein Kamehameha und haut seinen Lehrer durch die Wand oder was? We need an officer, Bruder. Die arme Frau hat richtig Angst. Ey, ey, ey. Mann. You dared humiliate me. You think you can do that? Are you kidding me? Ich würde mir in diesem Moment auch denken, dass der mich verarscht. Ja, das kann doch nicht echt sein, oder? Doch niemand ernst meinen. Die Lehrerin dachte sich, sie kann heute normal den Unterricht machen und auf einmal steppt da jemand aus der letzten Reihe vor, der denkt, er ist gerade im Staffelfinale von einem Anime, wo er den bösen Lehrer ausschalten muss oder so. Die arme Frau, die tut mir da wirklich am meisten leid. Ey, sorry, aber das Video beginnt, Bruder. Und da passiert zuerst erst in den 5 Sekunden einfach gar nichts. Er steht einfach so random da, Mann. Ey. Come in your tunnel, okay? Das beschreibt das ganze Ding hier nochmal perfekt. Anime-Typ steht irgendwo. Anime-Typ hat gerade seit einer Minute kein TikTok geöffnet und jetzt muss sich Anime-Typ erstmal seine kurze Aufmerksamkeitsspanne füllen mit bisschen Dopamin. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ja, ne, diese Anime-Welt ist echt nichts für mich und ich werde mich auch so weit, wie es nur geht, fernhalten davon. Und ich möchte auch bitte kein Beef jetzt mit der Anime-Community, okay? Bitte das haben die Leute da reingeschrieben. Ich werde mir die Videos sowieso nicht reinziehen. Wovon ihr euch aber nicht fernhalten solltet, ist der Like- und Abonnieren-Button. Plus 10%. Guck mal hier. Leute, die solche TikToks machen, sind der Grund, warum ich sage Anime. Ja, hab mal früher One Piece und Dragon Ball geguckt. Aber das war's dann auch. Gutes Video mal wieder. Banroll 10%. Aber ich glaube, das ist überall so ein Phänomen. Du kannst auch komplett übertreiben. Ich bin zum Beispiel absoluter Harry Potter-Fan. Ich finde Harry Potter richtig geil. Ich habe alle Filme geguckt, ich habe nur Teil 1 und Teil 2 gelesen. Ja, und Teil 2 nicht mal ganz. Ich glaube, ich habe nur Teil 1 gelesen. Aber ich bin halt auch, also was Harry Potter angeht, feiere ich übel. Aber es gibt auch so richtig übertriebene Leute, die sich dann als Harry Potter verkleiden und da rumlaufen und hier und so richtig so auch sich Zauberstäbe kaufen und dann so und so, weißt du? Also es gibt immer Leute, die komplett Toten rausholen. Ja, Anime halt auch, oder was soll ich sagen, Mann?